Der Dritte Weltkrieg trifft auf das Schlachtfeld der Zukunft. Ob das wohl gut gehen wird? Ich finde es sehr mutig von Farm 51 und MyGames in die Schlacht zu ziehen gegen die Industriegiganten Electronic Arts und DICE. Wie das Ganze ausgehen wird und was euch in der World War 3 Closed Beta alles erwarten wird, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Hallo Internet, hallo Jaroslav. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und jetzt Zeit nimmst für dieses World War 3 Closed Beta Infovideo. Bam! Der Fight David gegen Goliath geht in die nächste Runde. Die Schlacht zwischen den First-Person-Shootern Battlefield 2042 und World War 3 hat nun also offiziell begonnen. Battlefield Release Date 19. November. Für Besteller der Gold-Edition geht es sogar schon eine Woche früher los. Das bedeutet schlussendlich, dass Battlefield dann am 12. November startet und der Release-Termin der Closed Beta von World War 3 ist am 25. November, gerade mal eine Woche nach dem Release von Battlefield. Der Unterschied ist, World War 3 startet in seine Closed Beta und Battlefield 2042 in den offiziellen Release. Das haben sie schon ziemlich geschickt eingefädelt, die Devs von World War 3. Sie haben extra ein paar Tage zwischen ihrem und dem Release von Battlefield gelassen, damit die Leute, die von Battlefield enttäuscht werden, eventuell damit liebäugeln, die Seiten zu wechseln. Mit einem Einstiegspreis zur Closed Beta von nur 12,99 € für das Private-Paket ist das ein sehr attraktives Angebot, das sicher viele Spieler dann wahrnehmen werden. Vor allem, da die Closed Beta von World War 3 im März 2022 in einer Open Beta übergehen wird, die dann natürlich in einen Release auf April oder Mai 2022 schließen lässt. World War 3 wird dann direkt in ein Free-to-Play-Modell übergehen und kostenlos für jeden spielbar sein. Spätestens dort werden dann sicher viele Spieler von Battlefield oder auch anderen Games dann mal reinschauen, um herauszufinden, was es mit dem Ding auf sich hat. Aus meiner Sicht ist das schon mal eine sehr gute Release-Strategie von Farm 51 und MyGames. Allerdings braucht es natürlich bis zum Release im Jahr 2022 noch einiges mehr an Maps, Fahrzeugen, Waffen, Skins, Soldaten und Spielmodi, um World War 3 attraktiv zu machen. Denn aller Wahrscheinlichkeit wird auch EA und DICE bis dorthin nicht schlafen und durch Portal, die Hazard Zone, die eventuell sogar auch Free-to-Play wird und vielen weiteren Inhalten und Patches ebenfalls ein sehr attraktives Paket liefern. Ach Leute, ist das nicht geil? Denn das Beste an dieser Situation ist, wir als Spieler können hier nur gewinnen. Außerdem denke ich nicht, dass ein Spiel besser wird als das andere. Das eine wird wahrscheinlich in diesen Aspekten besser sein als das andere und umgekehrt. Für mich bedeutet das, ich werde definitiv beide Games zocken. Ich hoffe einfach nur, dass die Probleme der Veteranen-Alpha behoben sind und am allerwichtigsten der Sound gefixt wurde. Also damit meine ich die Geräuschkulisse im Allgemeinen sowie die Schritte der Soldaten und natürlich die ganzen Waffensounds und Fahrzeugsounds, Explosionen und alles, was das Thema Sounddesign und Sounds beinhaltet. Denn wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann wird World War 3 eine ganz schöne Bruchlandung hinlegen. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie die Probleme mit den Servern jetzt diesmal in den Griff kriegen werden und uns nicht nochmal so einen katastrophalen Start wie beim Early Access damals im Jahr 2018 liefern. Aber wer weiß. Kommen wir aber mal zu den wichtigsten Infos, die wir von den Entwicklern bezüglich der Closed Beta von World War 3 bekommen. Der Closed Beta Test startet am 25. November für den PC. Der Closed Beta Test wird bis zum geplanten Start des Open Beta Tests im März 2022 aktiv bleiben, wenn World War 3 auf ein Free-to-Play Modell umgestellt wird. Ihr könnt euch noch heute euren Closed Beta Zugang sichern, indem ihr ein Closed Beta Paket kauft, das auch spezielle Ausrüstung und Gegenstände enthält, die in der Open Beta dann schlussendlich verfügbar sein werden. Ihr könnt unter 5 Paketen auswählen. Wenn wir ehrlich sind, dann sind es eigentlich nur 4 Pakete, zu dem 5. komme ich gleich noch. Der Closed Beta Test öffnet das Schlachtfeld für alle Spieler, die ein Paket kaufen oder ein Veteranenpaket erhalten haben. Ihr könnt auf 4 Karten in 2 verschiedenen Modi spielen. Taktische Operationen und Deathmatch. Kämpft auf den Schlachtfeldern Berlins, Warschau, Poljanis und Moskaus. Es wird zahlreiche Anpassungsoptionen geben, mit denen ihr eure realistischen Ausrüstungen und Waffen individualisieren könnt. 5 verschiedene Closed Beta Pakete sind jetzt über die offizielle Webseite von World War 3 erhältlich. Demnächst übrigens auch auf Steam. Ganz wichtig, wenn ihr wirklich nur testen wollt und vielleicht an einen Refund denkt. Auf der Webseite finden wir die Pakete Gefreiter, Feldwebel, Leutnant und Major.
Jedes Paket garantiert Zugang zur Closed Beta und enthält darüber hinaus eine Vielzahl an fantastischen Ingame-Inhalten, die ab der Open Beta verfügbar sind. Es kommen zukünftig Battle Passes, Waffenskins, Charakter- und Fahrzeugvorlagen, neue Operator und vieles mehr. Das prestigeträchtige Paket Oberbefehlshaber ist exklusiv für einen einzigen Investor für nur 4,4 Millionen Euro erhältlich. Ja, ihr habt mich richtig gehört, 4,4 Millionen. Und verspricht einen echten Ronin-Helm, die Chance, eure Heimatstadt und euer Konterfei in World War III verewigt zu sehen, sowie eine Hauptrolle im World War III-Film. Alter, wenn das mal nicht ein Angebot ist. Ich denke mir, die Aktion lässt sich sicher medial gut ausschlachten. Und es ist auch eine Art, die Entwicklung zu finanzieren. Ich sag da jetzt mal sonst nichts zu. Ich meine, es ist ein Marketing-Gag. Und irgendein gelangweilter Scheichsohn wird sich schon noch finden lassen, der die Kohle hinblättert dafür. Die Closed Beta läuft bis zum Start des offenen Beta-Tests, der für März 2022 geplant ist und ist für alle Spieler zugänglich. Ab dem Open Beta-Test wird World War III zu einem Free-to-Play-Erlebnis, das Spielern auf der ganzen Welt die Möglichkeit gibt, unbegrenzt auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Viele Spieler haben sich World War III damals gekauft, als es noch im Early Access auf Steam verfügbar war. Als Dank für diese unglaubliche Unterstützung freuen sich die Entwickler allen Spielern, die das Spiel vor dem 4. Oktober 2021 gekauft haben, ein kostenloses Veteranenpaket anzubieten. Das habe ich übrigens jetzt auch bekommen. Es wird direkt auf eurem Steam-Account gutgeschrieben und garantiert euch Closed-Beta-Zugang sowie exklusive Ausrüstungsgegenstände, die alle noch nicht so ganz fertig sind und spätestens in der Open-Beta dann erhältlich sind. Mit denen könnt ihr dann posen, während ihr eure Veteranenqualitäten auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellt. Mit World War III hat sich The Farm 51 dem Ziel verschrieben, den Spielern ein unvergleichliches First-Person-Shooter-Erlebnis zu bieten und hat das gesamte letzte Jahr damit verbracht, bestehende Inhalte zu überarbeiten und neue Features hinzuzufügen. Optimiertes Waffenverhalten, Animationen, eine Vielzahl an Personalisierungsoptionen und eine große Auswahl an unglaublich detaillierten Uniformen stehen für euch bereit, wenn der Closed Beta-Test später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Soweit mal die Infos von den Entwicklern. Und hier nochmal für euch, der Closed Beta-Test beginnt am 25. November 2021, eine Woche nach dem Battlefield-Release. Der Fortschritt aus der Closed Beta wird zum Start der Open Beta natürlich gewiped, damit alle Spieler mit den gleichen Voraussetzungen beginnen können. Außerdem sprechen die Entwickler auch von einem Battle Pass. Mit dem Battle Pass lassen sich in World War III Belohnungen freischalten, wie schon vorher erwähnt. Was für Belohnungen das sind, ja, das wissen wir im Detail noch nicht so ganz. Eben, es sind Skins und Pläne und Operator und so weiter und so fort. Was aber auch noch interessant ist, durch das Abschließen von den Seasons, die nach dem Open Beta Test starten werden, wird man sich all diese Dinge durch Herausforderungen, die im Battle Pass enthalten sind, verdienen können. Das finde ich eigentlich schon mal eine coole Idee und vielleicht wird es ja nicht nur ein stumpfes XP-Gegrinde, um sich die Sachen im Battle Pass freizuspielen. Also, wenn ihr kein Veteran seid, aber das Spiel dennoch vor Release ausprobieren wollt, habt ihr einerseits die Möglichkeit für ca. 12 bis 13 Euro rum das kleinste Paket zu kaufen und so an der Closed Beta teilnehmen zu können. Oder ihr meldet euch noch für den Newsletter auf der World War III Webseite an, um so eventuell Zugang zu bekommen. Ist zwar nicht garantiert, ist halt Glückssache, eine Verlosung, aber man weiß ja nie. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch mal Glück. Leider wissen wir aber noch immer nichts über einen Konsolen-Release. Aber wie ich in der Vergangenheit schon öfter sagte, MyGames hat schon andere Free-to-Play-Games auf die Konsole gebracht und ich denke auch, dass World War III da keine Ausnahme sein wird. Allerdings wird es wahrscheinlich frühestens Herbst 2022 oder Winter 2022 werden, bis wir da was Handfestes erwarten können. Vielleicht aber auch schon früher. Wer weiß. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was World War III angeht, empfehle ich euch einfach, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keines der größeren Updates zum Spiel mehr verpasst. Man, ich hoffe, die Balls of Steel von Entwickler Farm 51 und MyGames werden nicht von Goliath zertreten. Dass sie es wirklich durchziehen, gegen Battlefield in die Schlacht zu ziehen, dafür schon mal Hut ab. Ich hoffe, dieser Mut wird belohnt werden. Garantiert wird DICE das nicht auf sich sitzen lassen und ich denke, wir werden in der nächsten Zeit einen Trailer von Hazard Zone sehen.
Dieses Ass hat Dice noch im Ärmel. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt dann bald ein guter Zeitpunkt ist, dass das Ding gedroppt wird. Vor allem, da es berechtigte Kritik gehagelt hat zur Demo bzw. der Beta von Battlefield 2042. Und ja, hört auf damit immer zu erwähnen, dass die Beta schon ein paar Monate alt war. Das war die Veteranen-Alpha von World War 3 auch. Und die ganzen Betas von Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 und Battlefield 5 ebenfalls. Und war eins dieser Spiele zu Release ohne Fehler? Nein. Es hat teilweise Monate und Jahre gebraucht, bis diese Spiele gefixt waren. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Netcode-Debakel von Battlefield 4, das der YouTuber BattleNonsense, ein Netzwerktechniker aus Österreich, damals aufgedeckt hat. Oder das in Ungnade gefallene Battlefield 5, das ich persönlich nie so schlecht fand, wie alle immer behauptet haben, aber es war natürlich cool damals, das Ding zu bashen. Also erstmal cool bleiben und abwarten. Holy moly, das war einiges. Ich bin echt gespannt auf das Teil und ich freue mich sehr auf World War 3 und welche Updates und Fixes hoffentlich nach der Veteranen-Alpha noch ins Game gekommen sind. Wenn ihr wissen wollt, wie die Veteranen-Alpha für mich war, checkt das Video, das ich euch oben rechts in der Infobox verlinke. Und am 25. November, da werden wir endlich mehr wissen, ob es auch wirklich dann mit den Soundfixes und den ganzen Glitches und der Hitrate und diesen Dingen funktioniert hat. Aber was denkt ihr über die Ankündigung der Closed Beta von World War 3? Freut ihr euch drauf oder seid ihr erstmal zurückhaltend und wartet auf den Free-to-Play-Start? Lasst mich einfach wissen. Wichtig ist auf jeden Fall für die Leute, die ein bisschen unentschlossen sind, wartet bitte auf den Steam-Release, denn dort könnt ihr das Spiel dann wieder refunden, wenn es euch nicht gefällt. Wenn ihr aber den Mut von Farm 51 und MyGames supporten wollt, dann könnt ihr auch direkt auf ihrer Webseite zuschlagen. Ist schlussendlich eure Entscheidung, was ihr mit eurer Kohle macht. Ich persönlich würde erstmal nur das kleine Paket holen, da der Rest sowieso nur Skins sind und ihr könnt das Paket dann, wenn es euch wirklich zusagt, später auch immer noch upgraden. Und im Sommer 2022, wenn das Ding dann Free-to-Play auf den Markt kommt, eben, dann werden wir sowieso wissen, wie es aussieht, ob die Entwickler ihr Versprechen gehalten haben bis dahin, ob Pay-to-Win-Inhalte drin sind oder nicht. Das werden wir alles dann sehen. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Gamer in dir ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.